Hallo, mein Name ist Christina Luxen. Ich bin die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Römer. Ja klar, auf jeden Fall. Also solange Sie zu demokratischen Parteien gehen, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Und der Diskurs in der Familie befördert ja auch manchmal das Überdenken eigener Ansichten. Schwierig. Mit international würde ich sagen Top 3 Berlin, Top 2 London, Top 1 natürlich Frankfurt. Ich glaube, Mobilität ist einer der Schlüsselfaktoren, die uns zu einer klimaneutralen Politik bringen. Ich sehe aber auch Defizite im Bereich der Mobilität und möchte eigentlich primär die Zwei-Klassen-Mobilität auch innerhalb von Frankfurts abschaffen. Würde gerne die Regionen auch mitnehmen. Mobilität hört nicht an der Stadtgrenze auf. Und ja, als Beispiel für Zwei-Klassen-Mobilität würde ich einfach nennen, der Busverkehr in der Innenstadt ist bei weitem intensiver und getakteter als der in den Randstadtteilen. Das gleiche gilt für Fahrradwege, für Carsharing etc. Da muss es eine Angleichung geben, damit auch alle die Möglichkeit haben, auf das Auto zu verzichten. Kommt drauf an. Also wenn ich verreise, häufiger Tee, zu Hause morgens Kaffee. Na gut, machen wir es mal am Beispiel Mobilität fest. Wenn ich sage, okay, wir müssen weniger Auto fahren, dann muss ich mir halt auch jedes Mal überlegen, brauche ich jetzt das Auto oder kann ich den Bus nehmen? Bin beruflich viel mit dem Auto unterwegs, brauche ich es heute tatsächlich oder fahre ich mit der S-Bahn in die Stadt? Lasse ich mein Auto stehen, wenn ich nur zum Bäcker oder zum Metzger fahre? Also das wären jetzt mal die Beispiele. Das muss natürlich zusammenpassen, weil ansonsten kann man es auch nicht nach außen hin vertreten. Gerne.